Südwestlich vom Bahnhof beginne ich am heutigen Sonntag einen Spaziergang, um einige Eindrücke vom Sachsen-Anhalt-Tag zu gewinnen. Ein Blick in die Pfarrstraße. Die Medienbühne von Radio SAW steht auf dem Festplatz am Ochsenteich. Weiter führt mich der Weg durch die Gustav-Petri-Straße zum Marktplatz. Bei der Hitze von mehr als 30 Grad finden Erfrischungsgetränke reißenden Absatz. Hier ist der Marktplatz erreicht. Durch die breite Straße gelange ich zum Kohlmarkt, wo der Rosenexpress gerade seinen Auftritt hat. Nur wenige Meter weiter befindet sich auf dem Nikolaiplatz die Regionalbühne Harz und Harz-Vorland. Eine Tanzgruppe in der Breitenstraße. Nun biege ich ab in die Burgstraße. Didgeridoo-Musik. Gleich nebenan präsentiert sich die Regionalbühne Altmark mit der Entertainerin Conny Walsch. Weiter geht's von der Burgstraße zur Regionalbühne Saale Unstrut an der schönen Ecke mit der Tanzgruppe Leuna Merseburg. Über der Johann-Sebastian-Bach-Straße thront das Schloss. Am Stadtgarten steht die Regionalbühne Elbe-Börde-Heide. Der Cellist Matthias Markgraf spielt gerade.
Auf der Marktstraße gehe ich weiter zum Oberpfarrkirchhof, wo ein mittelalterlicher Markt aufgebaut ist. Figuren an der Westfassade des Rathauses. Auch die Harzer Schmalspurbahn ist in das Landesfest eingebunden. Der Weg führt nun zur Medienbühne des MDR Sachsen-Anhalt auf dem Bahnhofsvorplatz. Bitten und oft ab Bahn 03. Oh ja, jetzt können wir klatschen. Bisschen höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Alle! Und der nasse Asphalt fliegt. Wie ein Schleier auf der Regen. Wie sie anfängt und sie schwebt. Der Sonne entgegen. An der Roseninsel befindet sich die Mediamarktbühne. Über die Rudolf-Breitscheid-Straße gelange ich zur Medienbühne von Radio Brocken an der Angerspitze. Am Ostende der Breitenstraße steht die NASA-Castingbühne 2014. Das ist aber auch ganz schön warm, ne? Der hechelt da über den Asphalt. Die nächsten Sachsen-Anhalt-Tage. Köthen steht definitiv schon fest. Und danach wird es wahrscheinlich Sangerhausen. Sangerhausen, richtig. In der Berg- und Rosenstadt. Jimmy Kelly von der früher bekannten Kelly Family spielte soeben. Ein Auftritt des Fanfarenzugs Lindau in der Bockstraße. Abschließend folge ich dem dämonischen Vogel Abraxas bis auf den Marktplatz, wo mein Rundgang endet.